Hallöchen, hier ist euer Fox und es geht weiter. Hatte gehofft, dass mal wieder ein Update kommt. Also viel weiter habe ich hier nicht gemacht. Ich habe jetzt ein bisschen Stein mir geholt, um vielleicht mal eine Axt zu bauen. In der letzten Folge ging mir ja die Axt kaputt. Wo ich gleich zwei Äxte war. Erstmal. Ja, ich habe gehofft, es kommt mal ein Update, kam aber nicht. Was soll ich tun? Ich habe Hoffnung, dass beim nächsten Update MacGyver wieder da ist, dass wir auch mal zu zweit mal da sein könnten. Vieles kann ich hier auch nicht machen. Irgendwie konnte ich hier die Fähigkeiten. Wieso geht es immer erst beim zweiten Mal? Oder gar nicht mehr? Oder was hier oben? Ah. Wieso da, guck mal, da stackt das auch noch manchmal. Dann habe ich eigentlich. Ich habe, glaube ich, gar keine Punkte, ne? Wie kriege ich denn die Punkte zusammen? Das ist doch scheiße. Um weitere Waffen herzustellen, irgendwie braucht man hier irgendwie alles. Das ist viel, ja. Viel da, ich sehe schon wieder, ich habe gar keine Dinger mehr. Also Holz hatte ich ja gesammelt gehabt, ja. Auch das nicht ganz so viel. Aber es gab schon eine ganze Menge zu dann. Was habe ich denn hier? Spitzer Stamm. Was ist denn ein spitzer Stamm? Kann ich den bauen? Da kommen ja zwei Stück davon. Ich muss einiges kennenlernen, damit ich überhaupt gucken kann, was das überhaupt ist. Also ich habe vielleicht schon sogar schon eine Ahnung. Ist das ein Spieß? Ja. Ja. Oh, das kann ein bisschen wehtun. Ja, damit anfangen kann ich jetzt im Moment gerade nicht, aber da lässt sich bestimmt was einfallen lassen. Das ist ja prima. Kaum zu glauben, was man hier ständig für irgendwelche Sachen. Ich habe mir das alles noch nie wirklich angeguckt. So, das habe ich immer die Axt gerne erstmal hier vorne. So, ein Eimer gibt es. Was gibt es denn noch? Eine Holzleiter. Ich habe ja eine Treppe. Die Leiter brauche ich jetzt nun mal nicht. Holzplatte brauche ich im Moment auch nicht. Wofür ist eine Holzplatte denn da? Wäre besser aussehen zu lassen. Doch, ich mach mir mal drei Stück. Mit ausprobieren. Anfertigen, damit die Regale hier nicht so aussehen, als wären die, wenn das rote Stein bleibt. Das ist alles echt nicht leicht. Man kann hier echt vieles ausprobieren. Kriege ich die nicht da unter? Gut, da unter scheine ich die nicht mehr anzubringen zu können. Aber hier, so wird das ungefähr aussehen. Hier kann man die wirklich für ein kleines Regalchen bauen. Hier. Warum nicht? Ein, oh. Nicht A drücken. Eins, zwei, drei. Einer fehlt mir noch. Den baue ich nochmal. Anfertigen. Sieht einfach schön aus in dieser Ecke und was ich damit jetzt genau mache, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, aber hier könnte man vielleicht noch was hinstellen, hier drauf oder darunter. Cool,
Geil. Boah, wieso denn nicht? Zur Not kann man hier auch raufspringen. Ist ja sehr schön. Ja, wir müssten ja auch noch ein paar Holzrahmen herstellen. Einfach mal hier durch nebenbei machen, um das Dach später fertig zu machen. Das braucht ja auch noch Pfosten, da reicht das halt immer noch nicht so ganz dafür. Und die Seitenränder hier, diese ja, Stützbalken, ist alles noch notwendig. So, wir können jetzt weiter mal angucken, was es eigentlich noch so gibt. Ich habe mir das alles echt noch nie so wirklich angeguckt. Immer nur so nebenbei. Holzleiter und so. Alles schön und gut. Holzrahmen. Komplettecke. Klingt irgendwie interessant. Lagerfeuer haben wir da vorne auch so ein bisschen was. Pflastersteinrahmen, dazu brauchen wir bestimmt viel Stein, das hier im Moment nicht ganz so viel ist. Aber natürlich ein Steinhaus wird natürlich wesentlich deutlicher. Ja. Hätte man vielleicht mal machen sollen. Ja, was soll's? Schlafsack zum Schlafen und so. Betonblock 1 von 2. Den muss ich, glaube ich, höchstwahrscheinlich noch freischalten, um das überhaupt weiterzumachen. Alteisenrahmen, dafür braucht man ja nun mal Eisen. Da weiß ich ja nun auch alles nicht. Altes Bett. Ja, Betonplatte schon wieder. Beton und Beton und Beton. Gesundheitsaufbewahrung. Aha. Das klingt ja ganz nett. Was braucht man denn dafür? Mal gucken. Das klicken wir mal an und schauen uns das an. Nägel, 10 Stück, davon habe ich 0 und Holz. Also hier kann man Gesundheitsdinger aufbewahren. Okay. Warum nicht? Die erkennt man wenigstens durch die, ja. Durch das Rote Kreuz. Was war das? Ging hier gerade das Licht an oder was ist da? Auf jeden Fall wird es dunkel. Das bedeutet natürlich, es geht bald hier los. Wieder mit Zombies. Falls sie nicht schon wieder hier sind. Oh, alles leer. Ich habe hier extra eine schöne ruhige Ecke ausgesucht. Weil normalerweise ist das Spiel voll mit Zombies, also ehrlich. Rumspazieren gehen ist schon ein bisschen schwieriger. Da gibt es immer gleich einen auf den Deckel. Ja, so schnell kann es gehen. So. Mehr bauen kann ich nicht. Raus will ich auch nicht. Jetzt im Dunkeln. Da sieht man auch immer so schlecht ein bisschen was. Die Zombies sind auch immer schön dunkel. Und ist der wahre Tod schon eigentlich richtig drin. Ich müsste hier noch einiges sammeln und sicher ist das Gebäude ja nun auch wieder nicht. Keine Ahnung, ob das Zombie später springen kann. Habe ich echt keinen Plan von. Gut, dann sage ich mal in dem Sinn. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ihm wieder ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben ein bisschen wieder rumgeguckt. Dann langsam aber sicher kommen wir die Sache doch echt näher. Dass wir da vielleicht auch mal zurechtkommen, hier ein bisschen ja, weiterzumachen. Es wird auch noch hier viel Action geben, soweit ich das Spiel ein bisschen besser drauf habe. Dann gucken wir uns auch da die Gegend mal an. Vielleicht lieber nehmen wir auch ein Häuschen statt das eigene. Mal schauen. Ich werde wohl bei diesem Spiel ein bisschen dranbleiben. Falls das doch eher gern mal gesehen wird, muss ich mal schauen, wie viele Leute das Video gucken. Ich spiele ja auf die Xbox. Naja, gut. Ich glaube, ich habe einiges erzählt und dann sage ich erstmal Tschüss und auf Wiedersehen.
bis zum nächsten Mal.